Das ist die Gemeinde Vila Nova do Gaia in der Nähe von Porto im Norden Portugals. Etwa 7000 Menschen haben hier in den letzten 10 Jahren ein neues Zuhause gefunden, im sozialen Wohnungsbau. So sah es hier vor der Sanierung aus und so heute. 18 Millionen Euro hat die Maßnahme gekostet, mehr als 80% davon wurden mit EU-Mitteln finanziert. Der größte Einzelposten sei die Renovierung der Wohnungen gewesen, erklärt eine der Architekten. Die Gebäude seien energieeffizienter und komfortabler für die Bewohner gemacht worden. Zugleich seien öffentliche Anlagen, etwa ein Schwimmbad und ein Pavillon, geschaffen worden. Der größte immaterielle Wert sei indes die soziale Inklusivität, was für die Gemeinde sehr wichtig gewesen sei. Die Bewohner sind besonders glücklich über die Renovierung ihrer Wohnungen, die insgesamt 6 Jahre dauerte. Vorher war es drin kalt und feucht, all das ist vorbei. Es ist nun viel wärmer, weil die Wohnungen besser isoliert wurden. Der Norden Portugals ist nach Andalusien in Spanien die am zweitstärksten mit EU-Mitteln unterstützte Region, nämlich mit rund 23 Milliarden Euro zwischen 1989 und 2015. No momento, a adesão com o Portugal de hoje, em praticamente todos os indicadores, para não dizer mesmo em todos, o Portugal de hoje. Das heutige Portugal habe fast nichts mehr mit dem vor 30 Jahren zu tun, als das Land der EU beitrat, sagt der Chef der regionalen Entwicklungsbehörde. Das sei Beweis für die Wirksamkeit der EU-Unterstützung, denn ein großer Teil der Veränderungen durch öffentliche Investitionen in zahlreiche Sektoren sei direkt auf europäische Gelder zurückgegangen. Territorial etc. As mudanças foram largamente dependentes, digamos, desses pacotes financeiros. Nach Meinung von Experten braucht Portugal indes noch lange die Hilfen aus Brüssel, um zum EU-Durchschnitt aufzuschließen.